Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video von dem neuen mega geilen Spiel Dragon Quest Treasures. Ich habe es jetzt 5-6 Stunden gespielt und ich finde es einfach den Oberhammer. Ich finde das so geiles Spiel. Ich habe dazu schon ein Video gemacht, wo ich euch alles erkläre. Heute wollte ich so ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen und euch etwas zeigen, was mir sehr viel Spaß macht. Und zwar Schatzkarten und Dungeons. Schatzkarten bekommst du, indem du random zum Beispiel einfach Monster besiegst. Jedes Monster, das du besiegst, kann eine Schatzkarte fallen lassen. Hast du diese Schatzkarte aufgehoben, hast du diesen Missionspunkt hier bei Schatzkarten. Und ihr seht zum Beispiel, ich habe zwei Schatzkarten hier in Schwingenmoor, wo ich auch gerade bin. Und da werden wir jetzt nämlich reingehen in diese Schatzkarte und in diesen Dungeon. Denn ich wollte euch mal zeigen, wie sind die Dungeons so, weil das konnte ich letztes Video nicht zeigen. Das ist etwas Neues für mich auch. Und danach, in der Hauptbasis, gibt es auch noch einen Dungeon, den wollte ich euch auch noch zeigen. Aber jetzt seht ihr erstmal da vorne, ist das Schildchen, wo der Dungeon sein soll. Ich hoffe, ich komme da schnell rein, ohne kämpfen zu müssen. 5, 4, 3, oh Gott, hier rechts sind echt starke Gegner. Jo, Dungeon ging auf, Schatzkarte, also das Ziel erreicht. Und jetzt kann ich da, nein, ich kann nicht rein, weil ich gerade kämpfe. Oh nein. Oh Gott, scheiße, scheiße. Ey, ich wollte da gerade reingehen, da steht der Gigant ist im Weg. Okay. Geht doch einfach. Also, war jetzt nicht lang. Portal rein, ja. Es gibt für sich verschieden starke Portale. Weißt du das vorher, wie stark das ist? Nee. Das kann dich jetzt sehr überraschen oder auch zu positiv oder negativ. Und jetzt bist du hier in diesem Dungeon. Und das Problem ist, du musst den verdammt schnell abschließen. Rein da, zack, verdammt schnell durch. So schnell du kannst diesen Dungeon abschließen. Gegner Level 22, oh. Das wird ein bisschen hart, denke ich. Ich weiß nicht, ob ich zeigen kann, dass ich den Dungeon hier abschließe. Denn das kann ein bisschen nervig werden. Du musst nämlich mehrere Ebenen durchgehen und wenn du diese Ebenen geschafft hast, oh Gott, erwartet dich unten ein Endboss. Problem ist, dass die gerade echt stark sind. Scheiße. Shit, 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 shit. Ich lass mal kurz den Monster alleine kämpfen und heil mich. Versuch's zumindest. Ausgewichen, perfekt. Diese blöden Schatten sind echt stark. Das war die erste Welle. Das war die erste Mission. Ihr seht, mir geht's nicht so gut. Weil halt die Gegner Level 22 sind genauso stark wie ich. Das können böse enden, ob man das schafft oder nicht. Das sehen wir dann. Was ist das Problem, wenn du jetzt in den Dungeon hier abnippeln solltest? Das Problem ist, dass du dann Game Over bist. In dem Spiel kannst du Game Over gehen. Deswegen empfehle ich... Oh Gott. Deswegen empfehle ich sehr, immer schnell zu speichern. Also... Autospeichern bringt nicht so viel, also auch zwischen Speichern selbst ist einfach eine gute, sinnvolle Idee. Oh Gott. Wir sind echt hart hier unten. Aber ja, wie gesagt, so schnell wie möglich den Dungeon abschließen. Ihr seht, meine Kleinen setzen auch ein paar Fähigkeiten ein, um das Ganze schneller zu beenden. Natürlich ist es gut, wenn du selbst mitkämpfst. Es gibt auch Special Attacks, die zeige ich euch auch gleich. Das habe ich beim letzten Mal auch euch nicht gezeigt. Wo ist mein Leiter? Ah, da liegt er. Du kannst auch wiederbeleben natürlich. Aber wenn du selbst stirbst, bist du komplett tot. Was ich auch letztens nicht gezeigt habe, die Special-Fähigkeiten eurer Mitglieder. Das ist nämlich auch ziemlich geil. Und was noch machen kannst, natürlich verschiedene Kugeln auswählen. Ich kann hier zum Beispiel Heilungskugeln auswählen. So, die benutzen wir jetzt mal. Was ist, wenn ich jetzt eigentlich hier außerhalb des Kampfes drauf schieße? Und genau. Also schön eure Verbündeten heilen. Es gibt auch Kugeln, die euer Mana wiederherstellen. Also da kannst du einiges machen, aber wie gesagt, du sollst auch schnell den Dungeon durchgehen, ne? Deshalb sind Schatzkarten immer so ein bisschen ein Glücksspiel oder auch die Dungeons, ob du sie schaffst oder nicht schaffst. Oh, das ist jetzt schon besser, glaube ich. Level 19 sieht gut aus. Ich will auf jeden Fall an die kleine Sau hier ran. Oh, aua, fuck! Das tat ein bisschen weh. Ich sollte mal ausweichen. Oh Gott! Ein bisschen heilen, heilen, heilen. Kostet zwar Mana, aber ist besser. Das Schweinchen will wieder angreifen. Ne, das Schweinchen hat sich geheilt. Schweinchen ist hier der Supporter, der muss weg. Oh Gott. Also das Kampfsystem ist schon arschgeil. Kann man nicht drüber meckern, macht mega Spaß. Okay, die sind auch down. Es lebt nur noch der Fettsack hinter mir. Nehmen wir ein bisschen auszuweichen. Kritischer Treffer, perfekt und down. Und jetzt muss ich halt schon wieder einen Mitspieler sozusagen wiederbeleben. Also ihr seht schon, Dungeons nicht zu unterschätzen. Aber ich liebe sie deswegen genau. Das ist so unberechenbar und nice. Oh, jetzt ist schon der Bossgegner. Okay, wir sind jetzt beim Bossgegner. Also mal kurz gucken, dass wir alles irgendwie noch ein bisschen heilen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich jetzt schaffe, jetzt schnell durchzuspielen, weil eben, wie gesagt... Oh, das gibt noch eine bessere Heilkugel. Stachelkugel habe ich gerade zufällig. Betäubt den Gegner heute den Angriff. Ah, betäubt den Gegner vielleicht. Einschlafen. Zauber zu wirken. Geil. Lass mal die nehmen. Auf jeden Fall, ja. Bossgegner, jetzt wird's hart.
Jetzt wird's hart, Leute. Jetzt gehen wir rein in den Bossgegner. Wenn du den besiegt hast, dann kriegst du die Belohnung. Aber den musst du erstmal besiegen. Es gibt starke, es gibt leichte. Und der, den kenne ich noch nicht. Und jetzt zeige ich euch mal was. Setzen mal die Fähigkeiten meiner Verbündeten ein. Ich setze die Fähigkeit meines Riesenschleimes ein. Ist schon geil. Schleimsturm. Also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Also das Kämpfen in dem Spiel macht so viel Spaß. Oh, gut, gut Damage gemacht. Und du kannst aber auch selbst natürlich in deine Saiyajin-Form gehen. Denn, wer es noch immer nicht weiß, Dragon Ball, Dragon Quest-Charaktere sind von, oh Gott, Akira Toriyama erstellt. Oh, ich bin eingeschlafen. Oh, oh. Ich kann nicht bewegen. Ich bin eingeschlafen. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Nein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, Mann. Beweg dich wieder. Okay, geh wieder. Ich sollte mich auch zur Sicherheit mal heilen. Besser heilen als nicht heilen. Okay, aber ich glaube, den schaffen wir easy, den Dungeon dann doch. Obwohl sie auf meinem Level sind, was schon deutlich schwerer ist. Natürlich willst du Gegner haben, die unterlevelt sind. Ja, down. Easy. Perfekt. Killermaschine besiegt. Und jetzt, also gut, dass ich euch das alles zeigen kann im Video. Ist ein gutes Video. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, Leute. Nicht zu vergessen. Okay, und jetzt haben wir den Boss besiegt. Haben wir den Gold geschafft? Nein, leider nur Silber, wie ich es mir dachte. Gold war ich zu langsam. Aber ihr seht, du bekommst immer einen Schatz. Bei Silber und Gold habe ich, glaube ich, immer einen Schatz bekommen. Und eine Medaille. Diese Medaillen kannst du ausrüsten, um deine Monster stärker zu machen. Ist auch richtig geiler Scheiß. Okay, diese Schatzkarte, dieser Dungeon ist nun abgeschlossen. Das heißt, ich kann jetzt nicht wieder reingehen. Ja? Um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, werde ich jetzt auch etwas ein Item nutzen, was ziemlich selten ist und solltet ihr nicht die ganze Zeit benutzen. Aber jetzt fürs Video denke ich mir, ist das eine gute Sache, wenn es mal fertig geladen hat. Denke ich, werde das Item benutzen. Zack, und zwar, hoppla, es gibt die Phönixfeder, mit der kann, die Chimärenfeder, Entschuldigung, mit der kannst du zurück zu der Basis, einfach so, zack, wieder heim. Also, Schatzkarte abgeschlossen, Schätze rausgeholt. Diese Schätze werden natürlich jetzt auch bewertet, denn dein Fortschritt in dem Spiel hängt auch damit zusammen, wie viele Schätze du gesammelt hast. Unter anderem eben von diesen Schatzkarten und Dungeons. Was haben wir denn hier Schönes gefunden? Die habe ich ausgegraben. 276.000. 27.000. Und die hier, haben wir bekommen aus dem Dungeon. Fast 1 Million wert. Geil. Und da ich jetzt mehrere Schätze bekommen habe, steigt der Wert noch weiter. Haben wir 1,4 Millionen erbeutet. Nimmt man mal mit. Und wo kommt diese 1,4 Millionen jetzt hin? In meinen Geldspeicher. Ihr seht, der Wert ist gestiegen. Zack, rein damit. Das Geld erhöht sich ein bisschen. Und ich bin gerade Rang 6. Rang 7 erreiche ich dann, wenn rechts diese 60 Millionen komplett voll sind. Es gibt auch Rangvorteile, die habe ich hier gerade. Die linken und die rechten bekomme ich dann. Also ich kann mehr Schätze finden. Ich habe einen Schatzwertbonus. Also das ist mehr wert. Leichter Monster rekrutieren, wie ihr seht. Monstermix und so weiter und so weiter. Also ist schon geil. Ist schon geil, wenn man das hier alles macht. Und ja, die Schätze sind dann... Schätze sind dann in deiner Schatzkammer. Kann ich auch mal kurz alles zeigen. Gehört ja alles dazu zu Schatzkarten und Dungeons. Diese Schätze kannst du hier ausstellen. So wie dieses eine hier in der Mitte. Wenn du die aber hier ausstellst, ist es ziemlich risikoreich. Denn du siehst hier ja, du hast so eine Flagge. Und es gibt zwischendurch, also Computerspieler, die deine Schätze rauben wollen, die du ausgestellt hast. Und dann ist hier so ein Symbol und du musst sie verteidigen. Wenn du das schaffst, sie zu verteidigen, erhöht sich dein Geldwert. Der Schatz wird mehr wert. Schaffst du es nicht, ist aber weg. Und dann gibt es noch was, wie gesagt, weitere Dungeon. Nicht nur diese Schatzkarten-Dungeon, sondern auch Dungeon in deiner Basis, die du freischaltest im Laufe des Spiels. Je weiter du kommst, je mehr Hauptmissionen du abschließt, je weiter du in deinem Schatzrang bist, gibt es hier unten weitere Türen und Gemächer. Und hier zum Beispiel wäre der erste Dungeon, da ist nur bis Stufe 10 der Dungeon, also ganz leichter Dungeon. Und je weiter du kommst, umso tiefer wird hier gegraben und umso mehr Dungeon schalten sich frei. Das kennt man auch aus anderen Spielen wie Dragon Quest Monsters und so weiter. Joker, Dragon Quest Joker und Monsters. Eigentlich gibt es überall Dungeon. Hier ist dann der nächste Dungeon. Da wird es dann schon schwerer. Oh, das ist einfach, das ist so ein geiles Prinzip mit diesen Schatzkarten finden random. Mit diesen Dungeon lösen. Mit diesen Dungeon in deiner Basis. Mit den Schätzen sammeln an sich. Ich finde das alles so ein lustiges System. Und mit den Münzen, was ich vorher übrigens noch erwähnt habe. Mit diesen Medaillen. Die kannst du ausrüsten dann. So wie wir gerade vorher eine bekommen haben. Wenn ich die hier austauschen will. Für eine neue hier zum Beispiel. Mehr Geschick oder mehr Leben. Also kannst du ordentlich was ausrüsten. Je nachdem, wer halt mitspielt bei dir. Gehen wir dem halt zum Beispiel jetzt hier. Ihr seht es rechts unten. Mehr Leben.
Dann kann ich ihm noch geben, mehr Geschick. Also ich kann das alles immer weiter erhöhen und erhöhen. Noch mehr Geschick. Oder ich gebe ihm hier oben noch mehr Leben dazu. Und das bei jedem Verbündeten kannst du es natürlich machen. Je nachdem, welches Teammitglied du halt gerade mit hast, ne? Du kannst deinen Teammitglied natürlich ständig austauschen, alles levelt und es ist ein arschgeiles Game. Aber ja, so viel mal zu Dungeons, Schatzkarten, Schätzen an sich, Medaillen und so weiter und so weiter. Das Game macht einfach mega Spaß. Es gibt übrigens auch noch zu Ende zu sagen, was auch für mich neu ist, tägliche Missionen. Du kannst jeden Tag Missionen abschließen, auch ziemlich geil. Und diese Banner-Missionen sind eben diese Missionen, die deine Schätze stehlen wollen oder wo du Schätze stehlen kannst. Ist alles eine geile Sache. Also du hast im Spiel so unglaublich viel zu tun. Und genau, ich könnte euch endlich mal zeigen, wie die Hauptfähigkeiten von unserem Helden so aussehen. Gezeichnet von Akira Toriyama. Und wie die Fähigkeiten von unseren Begleitern aussehen. Geiles Game, macht alles mega Spaß. Lasst mich mal dazu eure Meinung in den Kommentaren gerne wissen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne Daumen nach oben da lassen. Ein kostenloses YouTube-Abo, danke dafür. Und ja, wir sehen uns vielleicht im nächsten Video. Wer das alte noch nicht gesehen hat, guckt es euch gerne jetzt auf der Endcard an. Oder weitere Spiele von Dragon Ball, Pokémon und so weiter auf der Endcard. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bruder Faust geht raus und ciao.